total interessant zu sehen, dass ja über Jahre eigentlich das, was damals als Popliteratur bekannt war, das auch im Grunde mit euch begonnen hat oder zumindest sozusagen unter diesem Schlagwort so relativ populär geworden ist. Joachim Lottmann hat es erfunden. Genau, ich wollte gerade sagen, es gab sozusagen nochmal vorher Vorgänger, aber sagen wir mal, mit Tristesse Royale ist das irgendwie sehr populär geworden oder zumindest hat es für einige Jahre auch, so eine Debatte im Feuilleton bestimmt. Es gibt ein Foto, ich weiß gar nicht, ob das das Umschlagsfoto von hinten war. Jedenfalls sitzt du, glaube ich, als Einziger, bist umringt von vier Autoren, die dann zum Teil ja relativ bekannt geworden sind. Mhm. Ich finde das Foto ganz interessant. Was denkst du heute, wenn du dieses Foto siehst? Also dieses Foto ist unter Eile entstanden und gemacht hat das damals Jens Neumann. Und dann kamen die Fotos, stimmt, es ist hinten drauf, vorne ist nämlich so ein Schmetterling aus Strass. Und auf der Christian Kracht ist ja da im Anschnitt zu sehen. Und das ist gar nicht Christian Kracht, weil der war zu der Zeit schon abgereist, sondern das war ein lebensgroßer Pappaufsteller von Christian Kracht, der da so stand. Dann hat meine damalige Agentin gesagt, auf gar keinen Fall dieses Foto, guck mal, du kannst ja nicht mal richtig sitzen, wie du da rumflätst in den Dings. Das fand ich halt damals irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich habe es schon länger nicht mehr gesehen, aber ich glaube, ich erkenne mich da nicht mehr so gut wieder drauf. Kanntet ihr euch damals eigentlich vorher? Oder hast du die Leute zusammengebracht? Und, Nein, das ist ja auch alles bei Springer entstanden. Ne? Also Tristesse Royale ist ja auch eine 100% Springer-Tochter, weil ich habe ja Christian Kracht und Alexander Schönburg dort im Wartezimmer von Franz Josef Wagner kennengelernt. Und dann waren wir mal auf der Buchmesse und trafen den Benjamin von Stuckrad-Barre, der ja damals ganz mega bekannt war durch Soloalbum. Und der rannte da immer mit so einem Rotkreuz-Koffer rum, wo irgendwas drin war, irgendwelche Instrumente, mit denen er Leuten wie Ulrich Wicker total auf die Nerven gegangen ist. Und er hat sich da von einer Kamera zur anderen bewegt. Irgendwo stand ja mal, er würde sich bewegen wie ein Flugsaurier. Das kann man sich immer schlecht vorstellen, aber es stimmt wirklich. Also jedenfalls so, wie wir Flugsaurier heute animieren, so ist er. Hat er sich bewegt, also auch mit diesem Kopf. Und dann fanden wir das halt eine lustige Idee. Ne? Und dann haben wir einfach gedacht, wir machen das so. Habt ihr noch Kontakt? Seid ihr Freunde oder sprecht ihr noch? Oder? Nee, den Kontakt zu Christian Kracht habe ich leider verloren über so eine alberne Geschichte. Ich habe Benjamin von Stuckrad-Barre ewig schon nicht mehr gesehen. Alexander Schönburg habe ich dann mal gesehen, als ich bei Springer rausgeflogen bin. Da sind wir mal Mittagessen gegangen, der ist ja immer noch dort. Nö, kein Kontakt. Und glaubst du im Nachhinein, dass das dieser speziellen Zeit geschuldet war? Also die Zeit nach dem Fall der Mauer und vor 9/11, wo man das Gefühl hatte, eine gewisse Abgrenzung durch das Konservativsein hat funktioniert, ohne aber eine eben die von dir eben beschriebene politische Konsequenz zu haben, weil es die damals nicht in der Form gab. War das ein Produkt der Zeit? Wie kann ein Buch nicht ein Produkt seiner Zeit sein? Nehmen wir doch jetzt mal dieses Tagebuch zum Beispiel, was ich da schreibe. Ich kann ja gar nicht anders als etwas schreiben, was jetzt entsteht. Wie soll das denn anders gehen? Ich kann ja nur das beschreiben, was ich erlebt habe. Und das mit dem Konservativen, ich finde Tristesse Royale gar nicht so konservativ.